Donnerstags 2024. Ja, und das Team Kanadas mit dabei. Eines von 8 Ländern, welches mit dabei ist heute. Ja, der Status der Vorlaufe zu diesen Fahrern. Cycling-Weltmeisterschaften und Radweltmeisterschaften mit den Handbiken. Und Kanada ist mit folgenden Leuten am Start. Martin Juf, ein Athlet der Klasse H1, also mit der größten Einschränkung. Charles Moro, er startet in der Klasse H3. Und auch Joey Deschardin, ebenfalls ein Athlet aus der Klasse H3. Für die USA mit dabei, Ryan Pinnick. Der Großmedaille gewinnen Team Relay Tokio 2020 zusammen mit Matt Tingley. Auch er hat das große Team. Er war wirklich im großen Team in diesem Relay. Und dann Katharina Krill, die Goldmedaille im Zeitfahren und Großmedaille im Team. Das Team Italien ist hier mit Davide Cortini, der fünfte der Straßenrennen in Glasgow im vergangenen Jahr. Luca Mazzone, er hat 3 Goldmedaillen gewonnen im Team Relay 2020 und 2017 und im Zeitfahren 2016. Natürlich ein starker Mann im italienischen Team. Und dann Federico Mestroni, Silbermedaillen gewinnen Team Relay in diesem Jahr, also auch er ein erfahrener und schneller Mann. Ja, das Team Deutschland ist mit dabei. Mit Helter in Klasse 3, Annika Zeilen in Klasse 3, Silbermedaille in Paris im Zeitfahren, Silbermedaille in Klasse 3. Und das Team hat sehr, sehr viel Erfahrung. Annika Zeilen mit dabei, was mit der Mann dieses Teams. Und die großen Favoriten am heutigen Tag, das Team der Franzosen Florian Joanny. Er ist der Leader dieser Truppe. 3 Goldmedaillen hat er gewonnen in Paris, Straßenrennen und natürlich auch 2020 Tokio. Und das Team Relay in Paris in diesem Jahr. Das hat auch Silbermedaillen in Tokio. Und mit dabei ist ein Team, Joan Guay, auch er mit verschiedenen Medaillen, unter anderem Silber im Zeitfahren und im Straßenrennen in Paris 2024. Und der dritte im Bunde, Josef Fritsch, Goldmedaille Team Relay und vierter Rang beim Zeitfahren in Frankreich, also in Paris bei den Paralympics vor gut 3 Wochen. Ja, das Team Frankreich, wir haben es sowohl schon angekündigt, die sind heute die ganz großen Favoriten in diesem Rennen. Die Franzosen haben einen Wechsel vorgenommen im Team. Anstelle von Mattia Rosso steht jetzt der Joan Guay im Team, aber das wird da wohl einen großen Unterschied machen. Die Franzosen im Handbike-Sport seit Jahren die ganz große Nation. Sie sind alle aus Spanien, aus Italien, aus Polen, aus Deutschland. Statt in gut 4 Minuten und die Fahrer und Fahrerinnen, die machen sich bereit. Jetzt kommt sie vom Warm-up zurück, werden sich aufreihen. Statt werden sie auf der Seestraße in Richtung Meilen, da geht es und da gut, ja, etwa 8,7 Meter an der Schaffe, links Kurve 90 Grad. Feldeckstraße, dann Düfenstraße zurück, wieder eine Linkskurve kurz von dem Opernhaus, dann die Rechtskurve zurück auf die Seestraße und dann sehen wir sie wieder hier auf der Start- und Zielgerade.
zusammen hier in Zürich. Bei 6 Leuten Platz, beim Start und Ziel. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Also ein ganz großes herzliches Dankeschön Ihnen allen, denen zusammen, dass Sie mit dabei sind. Dieses Team von Ihrem eigenen Herz feiern wird ein kurzes Rennen sein, es wird sehr schnell sein. Und die absoluten Top-Tracks kriegen hier natürlich auch Geschwindigkeiten von weit über 40 Stundenkilometer. Da sprechen wir auch von Watt, werden jenseits von 250 Watt. Wer sich da noch Radsport ein wenig auskennt, der weiß, wie es diese Zahl einschätzt. Let's go. About 3 minutes to go to the first start of this race week. Mixed team relay. Handbikes. And it's going to be a short race, about a half an hour. 9 times, 1.7 kilometers with a max speed of over 40 kilometers an hour. So something very, very interesting and exciting. We will see in a minute, in a short time. I think it's about 2 minutes to go to the start. Also, ich bekomme gleich die Information. Start wurde verschoben von 5:15 auf 5:20. Also wir haben etwa 5 Minuten länger, bis wir zum Start kommen. Es müssen da noch einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, bevor wir starten können. Also etwa 5 Minuten noch, um dieses Rennen hier zu starten. Ja, wie wir jetzt da sehen, ganz viele fleißige Helferinnen und Helfer sind mit dabei, die Volunteers und die Experten auch. Matthias Frank, ehemaliger Radprofi, 14 Jahre lang war er Radprofi. In der Zwischenzeit haben sich da also die Okas verschoben, sein Wissen bringt er jetzt auch ein paar Seiten drin. Ja. Und wir haben natürlich viele, viele Helferinnen und Helfer, die jetzt hier wieder ankommen. Für diese ganze Woche Radprofi haben wir 1500 kilometers, so one lap will be around 3 minutes, maybe a little bit less, so it's going to be an exciting and fast race. Ja, wenn wir da in die gut gefühlten Zuschauerränge schauen, da können wir natürlich viele, viele bekannte Gesichter erkennen. Eines, welches jetzt da auch schmutzend, das ist Heinz Frey. Natürlich, wir machen es gleich auf die Distanz. Du kannst die Finger hochhalten, welcher Radler reicht das Schweizer Team heute in dieser Staffel? Heinz Frey, Rostuhl-Legende, oh, drei Finger, da ist viel Optimismus dabei bei Heinz Frey natürlich. Also, ob es dem Schweizer Team dann reicht für Rang 3, wir werden es sehen. Jedenfalls ist die Konkurrenz enorm stark. Wäre natürlich unglaublich schön, gleich mit einer Medaille zu beginnen. Und wir sind positiv, dass die Schweiz hier über sich hinauswachsen kann. Es wird sicher eine interessante Geschichte. Sie kennen den Parcours, Sie kennen die Strecke und hoffen, dass Sie hier taktisch
ganz klug mitfahren können. Wenn wir von Fahrseiten sprechen, dann sprechen wir vom Handbike. Das ist das, was wir jetzt also hier live zu sehen bekommen. Wir sprechen aber auch von Paracycling. Das heißt, die Stadiumsathletinnen und Athleten, Flumina Rittling beispielsweise, die Botschafterin auf dieser Weltmeisterschaft. Sie werden wir dann morgen teilweise auch bereits im Einsatz sehen. Also die Paracyclerinnen und Cycler, die dürfen wir nicht nur auf die Handbike dauern, zurückstufen, sondern das sind auch diejenigen, die mit Amputationen beispielsweise, mit Gleichgewichtsstörungen unterwegs sind, Sehbehinderungen haben. Und diese vielen, vielen Athletinnen und Athleten werden wir mit denen jetzt auch sehen. Einen schönen Gruß auch natürlich an das Schweizer Team. Hier gleich, welche riesig solche Stimmung mitnehmen. Timothy Slam, ein großes Hallo auch an das Schweizer Team, stellvertretend. Und den jungen Athleten, der auch in Paris am Start war, und das Schweizer Herz stolz auf den Brustzug. Es sind gemäß offizieller Zeit 2 Minuten und 15 Sekunden bis zum Start. 2 Minutes and about 10 seconds to go to the first stop. Die Startgerade, die ist relativ breit und somit können sich die Fahrer praktisch alle nebeneinander positionieren. Thank you.
Also, Vorderradfahrer, Ausfahrer, Richtung, Richtung, Vorzeit,
in die nächste Zone. Vorderbrechen steht natürlich bereit. Wie steht jetzt der Weg nach dem Rot von seinem verbotenen Kanada und Spanien? Ist jetzt auf dem dritten Platz und von hinten kommen die Franzosen auch wieder an die Sätze. Also, jetzt diese Veränderung an der Spitze. Thank you.
strong on the third lap, so Spain will be back in business. I think after six loops. Thank you.
Thank you.
Für alle Teilnehmer an diesem Rennen, für diese Spannung, wird da
für die nächsten Tage hier in Zürich mit all den Entscheidungen, die fallen werden. Ja, was morgen Sonntag geht es dann hier weiter. Hier natürlich in Zürich mit der Laune. Hier starten die Klasse ein Rennen der Liga in Kategorie. Der Tagus, das ist auch sehr, sehr spektakulär. Und gleichzeitig starten dann auch die Frauen in den Klassen C, 4 und 5. Das sind die Standings-Athletinnen, die morgen Ausblick auf morgen haben wir als Schweizer Mannschaft vereinigt mit Nachdenken. And I know you guys were everything. Was it here at the Paralympic? Was at the Thank you.
Congratulations, Joseph. How does it feel to be the first ever world champion of this event? Qu'est-ce que ça fait d'être le premier champion du monde de cet événement? It's a really nice event. I was really impatient to race there with the same organization than pro cyclist. So I'm really happy, and it was a really tough race. Ouais, c'est génial. Là, on est encore un peu cuit de l'effort, mais il y avait énormément de public dans les rues et ça a poussé. On sort des jeux. Ça fait pas très longtemps qu'on est rentré de Paris et refaire une course rapidement et puis être encore sur une victoire comme ça, c'est vraiment génial. Ouais, mais là, vous avez tout dit aussi là. Okay. Switzerland was leading the race like from the start, but then you guys came over and won it. How did you manage to do that? Yes, it was a strategy from Switzerland to put the faster guy at the beginning on the but finish with the slowest. So we know that, and it was in our strategy to do all on the to finish strength. Que la Suisse a à chaque fois passé devant au début et que on continuait pour revenir devant à chaque fois. Ouais, c'est ça, on a eu des. En fait, sur les trois relayeurs, on n'a pas forcément les mêmes niveaux puisqu'on a trois handicaps différents et on a fait des choix aussi stratégiques dans l'équipe qui n'étaient pas les mêmes. Joseph finissait, c'est notre relayeur le plus rapide et voilà, à chaque fois il arrivait à revenir sur la Suisse et on finit en tête. Donc voilà, c'est le top, je pense que. Les deux compères sur le départ et l'arrivée ont été vraiment forts. Moi, pour ma part, j'étais un peu en dessous de mon niveau. Et ils ont réussi à rattraper le tir, donc voilà, c'est top. Merci et félicitations. Merci à vous. Ah ok, alors je vais laisser tailler, voilà. Ah oui, c'est droit, en fait, ça arrache la peau, tu sais, quand tu fais le retour, ça arrache la peau. Ouais. Ça devrait aller, le maillot. Ouais, c'est droit, allez, voilà. Merci beaucoup, merci.
la question. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous encore dans les médias des jeux? Aussi, voilà. Est-ce que vous êtes senti bien dans votre cœur avec les des jeux? Et comment avez-vous senti le tracé? Vous retiendrez ces questions. Attends, la première, c'est quoi les... Comment vous sentez-vous? Êtes-vous encore dans la dynamique des jeux? Est-ce que vous êtes senti d'autant plus attendu après les performances des jeux? Et comment avez-vous senti le tracé? Comment on fait la réponse chacun? Comment vous êtes senti? Je fais la première, je fais la deuxième. Moi je fais la prochaine. C'était quoi le troisième? Ah, il y a. Comment on sent? Je fais la. Vous êtes heureux, c'est Remax ou pas là? Vous êtes prêts? Alors, première question, comment vous êtes-vous senti après les jeux et vous sentiez-vous attendu? Je crois que après les jeux, j'étais un peu malade. Et donc, j'ai eu besoin de souffler un petit peu avec le vélo et puis de se remettre en sec, si je puis dire, du sport. Et là, ça s'est enchaîné assez rapidement. Encore plus vite que les ferrailles. Sí. Le decía a Begoña que la primera curva, o sea, hasta la última curva antes de esto, iba a tercer, iba bien detrás. Estamos saliendo a la tele, ¿eh? Estamos ahí. Como los pilotos de motos que comentan la carrera. J'ai l'air d'un con, j'ai enlevé une surchaussure et une autre d'ailleurs. Thank you.
Ladies and gentlemen, award ceremony of the 2024 UCI Road and Paracycling Road World Championships Mixed Team Relay. Mesdames et messieurs, cérémonie protocolaire officielle des championnats du monde route et route paracyclisme UCI 2024 relais par équipe mixte. The medals during this ceremony will be presented by Mr. David Lapartien, the UCI president. Les médailles seront remises par Monsieur David Lapartien, le président de l'UCI. First of all, in third place and winners of the bronze medals representing Spain, à la troisième place et vainqueur de la médaille de bronze représentant l'Espagne, David Moritz Dupico, Sergio Garrote Muñoz and Luis García Marquina Casquelana. Second place and winners of the silver medals representing Italy. À la deuxième place et vainqueur de la médaille d'argent représentant l'Italie, Federico Mestroni, Luca Mazzone and Davide Cortini. In first place, the UCI World Champions and winners of the gold medals representing France. À la première place, champion du monde UCI et gagnant de la médaille d'or représentant la France, Johan Kay, Florian Jouvani and Joseph Fritsch. Bravo. And now time for the flowers. The flowers will be presented. Les fleurs seront remises par Madame Corinne Mach, the mayor of the city of Zurich, maire de la ville de Zurich. Watches will be presented by Les Montres Tissot seront présentés par Monsieur David Lapartien, le président de l'UCI. Ladies and gentlemen, in honor of our new UCI World Champions, we present you the National Anthem of France. Mesdames et messieurs, en l'honneur de nos nouveaux champions du monde UCI, nous vous présentons l'hymne national de la France. Oui.
podium, the bronze medal winners from Spain, the silver medal winners from Italy, and our new UCI World Champions from France! This was our very first award ceremony. This was our first day of competition. But the evening is still young. We have music for you at 7:15 on this podium. We have an artist playing later on this evening. So join us at 7:15 for some music. Thanks a lot. See you. Bah en fait là-bas j'ai juste laissé une bouteille et ma surchaussure. Ouais je veux bien. J'ai juste une surchaussure à droite dans la tente là. Et une bouteille. Ah ok d'accord. Ok. Ouais, attends, je crois pas du tout. Serré, les gars. Je commence à signer aussi. On échange. Thank you.